Hallo, jetzt kommt eine etwas komplexere Übung. Sie ist besonders dann geeignet, wenn Sie Schmerzen im oberen Rücken haben oder nach einem langen Bürotag oder einer Autofahrt, wenn Sie sich etwas steif fühlen insgesamt, denn sie bezieht den ganzen Körper mit ein und es geht wieder um das Drehen. Zu Beginn ist es wichtig, sich folgende Bewegung klarzumachen. Dieses Armdrehen mitsamt der Schulter. Dabei dreht sich der Arm nach unten und die Schulter kommt mit hier und nach oben. Es bewegen sich also Arm und Schulterblatt. Beginnen Sie mal das zu üben, dass Sie hinschauen, wie drehe ich meinen linken Arm nach oben und nach unten. Und wie bewegt die Schulter sich mit? Vielleicht macht Ihre Schulter jetzt am Anfang nur kleinere Bewegungen. Es ist dann in Ordnung. Immer das, was geht. Gut. Dann wollen wir das jetzt mit beiden Armen machen. Also beide Arme liegen jetzt breit im rechten Winkel zum Oberkörper. Der linke Arm dreht nach unten, die Schulter geht mit, der rechte dreht nach oben. Und so immer abwechselnd nach rechts und nach links. Den Kopf mitnehmen, sodass der Kopf immer nach oben zur oberen Hand schaut. Langsam. Gemütlich. Das machen wir noch zwei, dreimal. Spüren die Schulterblätter und die Bewegung auch vorne an den Schultern. Und dann nehmen wir die Beine mit. Dazu sind die Beine jetzt ganz eng beisammen, wie bei einer Meerjungfrau. Und da, wo der Arm nach unten geht, gehen die Beine mit den Knien mit. Der andere Arm dreht nach oben, der Kopf schaut mit nach oben. Und dann langsam wieder zurück in die Mitte und die Beine nach rechts, zur rechten unteren Hand, den Kopf nach links, zur oberen Hand. Und dann wiederholen wir das Ganze noch einige Male und lassen das zu einer gemütlichen, katzenhaften Streckbewegung werden, die sich angenehm anfühlt und den ganzen Körper mit einbezieht. Sie können die Übung 10 bis 15 Mal wiederholen. Und dann legen Sie die Beine wieder lang und spüren, wie der Körper sich jetzt anfühlt.